Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Kingdom, wo wir jetzt mal ein ganz schnell ein bisschen Geld versuchen noch zu erhaschen. Okay, Moment, ich reite mal kurz ein Stück voran, weil ich euch gerade nicht sehe durch den Wald. So, wo sind sie? Da ist er. Erwischt. So, zack. Kumane, okay. Nur ein Kumane greift mich an? Deine Groschen nehme ich dir auch ab. Ich würde zwar gerne mehr mitnehmen, aber ich bin schon so fett überladen. Na gut. War nur ein Kumane, alles okay. Ich habe jetzt gedacht, kommen jetzt mehrere oder so. Gut, das heißt, wir werden auch nochmal öfters überfallen. Ich hoffe, dass wir als Vogt auch ein kleines Häuschen kriegen, wo wir dann auch... Gibt's doch nicht. Ist auch heute der Wahnsinn. Was hast du hier zu tun? Da sind sie. Wer gegen wen? Sieh an, was da unter einem Stein vorgekommen ist. Treffer. Na komm. Wechsel, wechsel, wechsel. Mehr hast du nicht drauf? Nee, noch nicht. Gut getroffen. Hast du. So, zack. Keine gute Idee. Trau dich doch. Da hinten ist noch ein Schütze, glaube ich. Na komm. Zack. Fotze. Na, 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 na. Aber dein Helm gefällt mir. Na komm. Axt gegen Kolben. Zack. Ich muss aufpassen wegen dem Bogenschützen. Na schön, jetzt bist du tot. Dankeschön. Nee, nee, weiche Knie habe ich noch nicht. Weiter nehmen. Warum ich da nicht getroffen habe, weiß ich nicht. Der hält aber auch viel aus, ey. So. Ich glaube, es sind zwei Hunde hier sogar. Ja, oh, der ist sogar stärker als ich. Oder? Nee, schupfen kann ich trotzdem. Gott verdammt! Na komm. Alter, die kontern aber gut hier. So. Und jetzt bist du fällig, mein Freund. Verdammt. Warum kann ich ihn nicht hauen? Jetzt. Sonst, ich höre keinen, ich sehe keinen, es brüllt keiner mehr. Okay. Aber der Helm, der gefiel mir eigentlich schon mal ganz gut. So, den Silberring, den können wir uns nochmal mit in die Tasche stecken. Die Groschen. Hm.
Der hat sogar einen ganzen abgekriegt, aber irgendwie hat ihn das nicht so interessiert. Deutsche Beckenhaube. Aber nur 16 Schutz. Sieht aber hübscher aus. Aber ich glaube, ich bleib bei der italienischen, denn. Aber jetzt hier noch deine Groschen. Dann werden wir ja noch welche ordentlich brauchen. Aber ich kann mich jetzt nicht so überladen hier. Das ist der Wahnsinn. Gut, wir müssen dann sowieso mal gucken, dass ich dann hier jetzt auch mit vergifteten Pfeilen dann demnächst mal arbeite und so. Deswegen wollte ich ja jetzt eigentlich auch Richtung Tallenberg erstmal Inventar und so weiter räumen. Aber gleich zweimal hintereinander Angriffe. Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Und, oh, ich habe nochmal gezogen. So, wir gehen jetzt erstmal zum Jäger. Wieder mal, der nimmt ja auch alles an. Gerade das ganze kumanische Zeug, was ich jetzt hier noch im Pferd habe. Weil wenn wir wirklich zehntausende Groschen, dann haben wir ja jetzt mal anständig ein bisschen was, um die Groschen auszugeben. Ne? Und ich reite hier in Tallenberg immer verkehrt. Was? Wer bist du? Ja, ich bin Heinrich. Ja. Schönen guten Tag auch. Ich bin hier nur ein bisschen falsch abgebogen. Ja. Weil da oben ist ja die Jägershütte. Ja, gut. Nochmal durchs Wasser warten. Komm ich hier wieder hoch? Komm schon. Jawoll. Ja. Jetzt sind wir schon wieder halbwegs richtig. So. Ja. Ah, man nimmt immer die falschen Abzweigungen. Mal gucken, er müsste ja jetzt eigentlich gut Geld da haben. Wie geht's? Ganz gut. Ich hoffe dir auch. So, einmal. Handeln. Gott sei mit. Achso, ich muss mir erstmal wieder aus der Tasche des Pferds alles zuweisen. So, machen wir mal alle rein hier. Das ist aber auch Gewicht, ey. So, alle zuweisen. Zack, 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 zack. Und dann müssten wir mal gucken, was der Vogtkolben vielleicht Schönes kann. Aber das Pferd räumen wir erstmal komplett aus. 34 hat's noch, ne? Dann ist ja halt Sattel und Co. Ja, kommt hin. So, jetzt können wir aber. Gott sei mit dir. Ja, 19 hat er zur Verfügung. Das heißt, wir könnten jetzt erstmal gucken. Hier haben wir jetzt noch was Besseres da. Das heißt, ich gucke jetzt hier erstmal. Deutsche Beckenhaube macht 16, unsere italienische halt 21. Die sieht aber auch ein bisschen cooler aus, finde ich. Aber so, die italienische hat ja eigentlich auch schon was. Ungarisches Kettenhemd. Na, gegen das edle lange Kettenhemd ist eigentlich wurscht. Edle Kettenhaube ist auch schon um einen Punkt stärker. Ich würde ja gerne schon die deutsche Beckenhaube nehmen, aber wir würden dann halt wirklich ein klein wenig verlieren an Punkten. Jetzt ist halt die Sache, jetzt habe ich schon bei den einen oder anderen gesagt, okay, gut, ist mir dann wurscht. Das darf ich aber halt auch nicht zu häufig machen. Ich sag mal so, die italienische, die darf bleiben. Die ist ein bisschen besser. Dann bleiben wir bei der italienischen. So, ansonsten sehe ich jetzt hier nicht, was wir jetzt hier noch austauschen könnten. Was uns vielleicht noch einen Vorteil einbringen kann. Wie gesagt, Hose, naja, enge schwarze Beinlinge. Rüstungstechnisch wird es da nicht wirklich viel mehr geben. Bei Nahrung müssen wir auch nochmal getrocknetes Wildschweinfleisch. Aha, cool. Man findet immer die kuriosesten Sachen unterwegs. So, Fliegenpilz war nicht... Haltbarkeitsverlust. Auch okay. Aber hier so, jetzt können wir hier erstmal die Äpfel geben. Die gammeln mir hier definitiv weg. Habe ich hier sonst noch was gammeln kann? Nein. 30 Dietrichs, dann machen wir nochmal 10 von weg. Ist ja nicht gestohlen. Verbände haben wir auch 20, das passt. So, Schnaps, Wermut, getrocknetes Wild.
Schweinfleisch. Behalten wir mal. So, die Brezel kann weg. Das Dörrfleisch auch behalten. Steinpilze, die waren das, die Gammeln. Gut, Gifte. Oh, wir haben noch 10 Gifte und so. Gut, dann erstmal hier. Gab jetzt keine weitere Verbesserung. Das habe ich jetzt offscreen natürlich mal wieder nicht durchgeguckt. So, aber wir können jetzt hier nochmal... Den ersten Tausender haben wir schon nur durch die Rüstung, die wir jetzt da oben geplündert haben. So, jetzt muss ich hier nochmal schauen. Durch Schaden gucken. Verbesserter Spitzenpfeil, Langstrecken. Die 25 Jagdpfeile können weg. So, der kumanische Bogen ist ja sowieso unser. Da haben wir hier nochmal welche mit schlechteren Werten. Weg damit. Ja, kumanischer Bogen. Und hier, den haben wir bekommen. Streitkolben, der ideale Waffe, um auf resolute Art und Weise für Recht und Ordnung zu sorgen. Der verzierte schwere Kopf flößt seinen Gegenüber sowohl dem Schlachtfeld als auch fernab davon Respekt ein. Ich würde mal so sagen, so der Kriegshammer... der schwere Kriegshammer ist ein bisschen, ist halt vorne noch eine Spitze dran, ne, und keine Schneide. Ich würde aber den Streitkolben des Vogts jetzt erstmal in die Kiste packen, das würde ich jetzt nicht wegpacken. So, furchtlos ist ein Langschwert, ja gut, das ist furchtlos weg. So, die kleineren Bögen können wir auch wegpacken, was haben wir hier? Söldner... Spieglein ist ein Kurzschwert? Nein. Okay, die Scherbe haben wir geklaut. Das heißt, die dürfen wir ihnen gar nicht geben. Die 7 Bürgerschwerter. Der Haselnussbogen. Gewöhnliche Säbel. Hier haben wir noch mehr Säbel. Noch mehr Jagdschwerter. Ja, kann auch weg. Die Breitaxt. Das war eine normale Axt. Hatten wir eine schwere, glaube ich. Möchte ich nochmal, ich merke mir immer die Namen nicht. Und die kumanischen, ja, die können ja hier alle nicht mithalten. Mit dem Ganzen. So, die Knüppel. Die packe ich jetzt mal bis auf einen weg. Obwohl, ich packe die erstmal alle weg. Weil, wenn wir jetzt wirklich, hier müssen wir ja wieder ein bisschen ernsthafter spielen. Säbel des Nikolas. Ne, Wer lesen kann, ist klar im Vorsteil. Das kann ich definitiv nicht. So, Brötchenaxt. Fackeln. Ganz viele Schilde. Ich hätte mir das schwarze Schild mitnehmen können. Das hatte doch der eine... ja gut, ich behalte erstmal das Scarletzer Schild. Das ist auch in Ordnung. So, wir sind jetzt ganz knapp am Limit wieder dran. Das heißt, wir können wieder 100 tragen. Eigentlich soweit in Ordnung. Jetzt wüsste ich nicht, was ich jetzt hier noch wegpacken könnte. 5000 kriegen wir dafür. Wir gucken mal, dass wir noch mal ein bisschen mehr kriegen. Besprechen wir den Preis. Ist gut. Weil du hast ja auch ein bisschen mehr, ne? Das heißt, wir drücken hier mal richtig das Mausrad runter. Und versuchen mal... Weil du es bist. Na dran. Geh noch ein bisschen runter und Hand drauf. Okay. So, wir müssen ja jetzt gucken, dass wir aufs Geld kommen. Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Okay, wunderbar. Haben wir jetzt noch mal ein bisschen Geld. Jetzt haben wir selbst Groschen. 37.000. Pferd ist leer. Aufsitzen. Dann versuchen wir, bevor wir jetzt nach Atai runtergehen, versuchen wir jetzt erstmal da oben alles wirklich leer zu nehmen. Ich versuche mal jetzt noch die Pfeile mitzunehmen. Mal gucken, wie viel wir von den ganzen Pfeilen mitnehmen können. Ja, das schwarze Schild werde ich nicht wiederfinden hier. Aber vielleicht irgendwann mal beim Händler wieder gesehen oder beim nächsten Gegner. Und da hier jetzt ja auch ein paar Wachen sind... Ne? Dürfte das ja eigentlich kein Problem sein. Hier haben wir nochmal Äpfel. Können wir alle mitnehmen. Wir räumen vor das Dorf aus und machen alles zu Geld.
Und ich wollte eigentlich nochmal in die Kirche reingucken. Jetzt gucken wir erstmal, was wir hier mit den Pfeilen machen können. Auf jeden Fall können wir davon, hoffe ich mal, alle mitnehmen. Ich wollte die nicht ausrüsten, so. In die Satteltasche. Ja, kriegen wir alle rein? Wir kriegen sogar alle rein. Ui. Gut, dann kann ich mir oben noch die Kirche in Ruhe angucken. Man braucht ja wirklich bald ein richtiges Lastenpferd. Ich muss nochmal gucken. Es wurde mir in den Kommentaren geschrieben, dass es sogar noch ein besseres Pferd gibt als das, was wir jetzt haben. Ich müsste aber nochmal schauen, ganz genau wo und wer. Naja, Vorher-Nachher-Bilder, ne? Ich hoffe, das kriegen die hier nachher alles richtig schön sauber. Und hier oben hatten wir ja den Endkampf. Bin ja jetzt mal gespannt. Hier ist nochmal eine Truhe. Stehlen und da ist nichts drin. Können noch weiter hoch. Ja, noch darf ich ja hier, denke ich, mal stehlen, weil es ist ja keiner hier. 5 Kohl. Mhm. Der mich jetzt hier ärgern tut. Nee, hier ist sonst auch nichts weiter. Na gut, na gut. Haben wir aber noch mal ein bisschen Stuff gefunden. Hoppala. Kurz wieder aufladen. Also ich finde das immer toll, runter zu hopsen. Ich werde jetzt aber noch mal kurz, wir hatten ja jetzt eben ein paar kleinere Kämpfe. Oh, mein Schmiedeset ist... Also Schmiedesets gehen hier momentan kaputt wie ohne Ende. So, die Scherbe will ich nicht reparieren. Ah, jetzt brauche ich schon das nächste. Nehmen wir nochmal das kleine. Dafür reicht das. Schuster brauchen wir noch nicht. Na gut. Wir haben die Pfeile. Das heißt, wir könnten die auch in Ratei verkaufen. Dann wollen wir mal Vogt werden, wa? Finde ich irgendwie cool. So, was haben wir hier? Neue DLC-Quest. Ja, gut, das ist ja wieder was anderes. Nee, komm, ich muss ja gleich zum Tor runter. Schnell reisen. Mal gucken, ob wir jetzt noch viele Begegnungen kriegen oder nicht. Und ich werde auch langsam hungrig. Wird auch noch Nacht. Und Energie lässt auch langsam nach. Oha, ja, ich komme ausgehungert wieder. Naja, Falle. Mhm. Spähen. Gut. Ausgehungert und ihr wollt mir hier eine Falle stellen. Na, dann wollen wir mal gucken, was ihr mir für eine Falle stellt. Ich werde jetzt aber mal das hier essen. Dann werde ich mal... Das war jetzt hier stärker erfüllt. Ja. So, nochmal einen zweiten. Oh ja, hier nochmal ein bisschen Alkohol, dann können wir uns eigentlich nochmal den Kohl reinpfeifen, dann sind wir auch wieder satt. Oh, übersättigt. Kohl gibt ein bisschen mehr. Und dann wollen wir doch mal gucken. Da sitzen sie doch schon. Tja, dann kriegst du halt mal wieder nichts mit, was, ne? Was hast du hier zu suchen? Ah, schade. Mehr hast du nicht drauf. Okay. So, den ersten haben wir erst umgeschossen jetzt. Vergiss es. Der leuchtet auf der Brust. Gut, könnten wir ja jetzt eigentlich alles mitnehmen, egal was sie jetzt bei haben. Wir haben ja noch ein bisschen Platz. Und mit Knüppeln. Aber jetzt sind sie auch nicht sofort umgefallen, ne? Hm.
Sehr, sehr mysteriös. Ja. Ich meine, ich habe gelesen, dass sie nur 100 Life haben. Und wir machen ja mit den verbesserten 120 Schaden. Das heißt, sie hätten eigentlich jetzt mit einem Treffer sofort umfallen müssen. Abzüglich der Rüstung. Warum sie es jetzt nicht sind, ich weiß es nicht. Na, mal gucken. Wahrscheinlich hat das Schlafzeug dann bei der weniger Rüstung doch was gebracht. Jetzt nur so eine Vermutung und so. Aber, achso, ich muss ja eine Fackel ziehen. So, dann wollen wir mal gucken. Können wir den jetzt auch mitten aus dem Schlaf klingeln? Für Bekanntmachung und eh und je. Schauen wir mal. Das muss ja jetzt hier oben der Vogt sein. Bloß ich glaube, oh, hier sind sogar noch die Türen offen. Handwerker, aha. Ich darf hier sogar rein. Hier ist auch offen. Rüstmeister? Nee. Das scheint hier auch keinen zu stören, dass ich jetzt hier mit der Fackel einfach so durchrenne. Durch die Privatgemächer. Ah, hier ist er. Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Meister Vogt, gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten? Nichts, was mich kümmern muss, Gott sei Dank. Na, das ist ja das, was wir damals schon alles durch hatten, aber müsste doch eigentlich jetzt bei ihm sein, oder nicht? Ich sollte doch hier zum Vogt wegen der Bekanntmachung, aber ich glaube, es geht einfach abends nicht. Quest. Tief im Walde. Überbringe den Rataya-Vogt das Dokument. Ja, aber das will er jetzt gerade nicht haben. Guten Morgen. Möge Gott über dich wachen. Gut, dann machen wir erstmal morgen. Ist ja kein Problem. Wir können ja hier ein bisschen am Rad der Zeit drehen. Und durch Stehen verlieren wir ja auch nichts. Bin jetzt nur am Überlegen, ob ich dann vielleicht nochmal zu Hause kurz ein bisschen schlafen sollte noch. Um die Energie wieder aufzufüllen. Und ich müsste sowieso noch zur wegen Alchemie nochmal zur Kräuterhex. So, ist er schon wach? Er scheint schon wach zu sein. Das stört die Leute nicht. Die haben mich hier sogar eingesperrt. What? What? Die haben mich hier sogar eingesperrt und ich bin... Das Schloss ist zu kompliziert. Nein! Jetzt hätte ich doch die Möglichkeit und ich kann das immer noch nicht machen hier. Ah, ich müsste auch mal bei den Müllern vorbeigucken. Komme ich hier wieder raus? Aber wieso darf ich denn jetzt hier drin rumrennen? Hab kein Verbot. Aber die schließen mich hier ein. So, ist der Vogt hier unten? Nein. Herr Vogt, wo rennst du rum? Natürlich hier unten. So. Ah, jetzt darf ich Ihnen das geben. Ich überbringe ein Dokument von Herrn Divish. Es betrifft den Wiederaufbau von Pribislavitz. Das Dorf, aus dem du die Banditen verjagt hast? Ganz genau. Dann stimmt es also. Gut, gut. Lass mich einen Blick darauf werfen. Hier ist es. Dann wollen wir mal sehen. Ich soll bekannt machen, dass Pribislavitz neue Siedler sucht, die dort leben und arbeiten. Herr Ratzig und Herr Hanusch sind wohl damit einverstanden. Wenn das so ist, will ich nicht zaudern. Bitte begleite mich. Okay. Tun wir. Knetet alles zu einem Teig, backt ihn zu Brot und die ganze Familie wird satt.
Schaut euch diese Gurken an. Die bleiben den ganzen Winter frisch. Schnell, greift zu, bevor sie weg sind. Also eher haben wir jetzt so das Problem, die kommen nicht, sondern die hauen her ab, habe ich das Gefühl. Gemüse, Obst, Äpfel, Gurken, Zwiebeln. Ach nee, die laufen alle zum Pranger. Ah, okay. Hört her, ihr Leute, hiermit verkünde ich im Namen von Herrn Hanusch und Herrn Divisch, dass euch, werten Bürgern Rattais, sowie all jenen, die gegenwärtig Schutz bei uns finden, das Recht gewährt wird, nach Pribislavitz nördlich von Burg Tallenberg zu ziehen, wo ein neues Leben und ein neues Heim auf euch warten, vorausgesetzt, ihr leistet euren Beitrag zum Wiederaufbau des Dorfes. All jene, die dieses Angebot wahrnehmen, werden für einen Zeitraum von 5 Jahren von ihrer Steuerlast befreit. Zudem ist es ihnen gestattet, die umliegenden Wälder für Holz und den Bach für die Wasserversorgung zu nutzen. Das Dorf Pribislavitz befindet sich im Lehen von Herrn Divisch von Tallenberg. Und wer sich dort niederlässt, ist ihm fortan treu ergeben. Des Weiteren verkünde ich, dass Heinrich aus Galitz die Verwaltung von Pribislavitz und zu diesem Behufe das Amt des Vogts übertragen wurde. Das Amt und die damit verbundenen Privilegien wurden ihm von Herrn Divisch für seine treuen Dienste verliehen. Unseren Freunden aus Galitz sei hiermit angeraten, dieses Angebot gründlich zu erwägen, da sich ihnen in Bälde keine bessere Gelegenheit bieten wird. Okay. Tiefenwalde abgeschlossen. Das heißt. Danke. Ein neues Zuhause hat begonnen. So, wir sollten jetzt aber nochmal gucken, dass wir hier jetzt nochmal. Ja, mit unserem Meister Marius. Dann nochmal reden. Aber ich werde vorher hier die Pfeile nochmal in Geld eintauschen. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so verkehrt. Also so viele Jagdpfeile brauchen wir jetzt auch nicht. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Einmal verkaufen. So, und zwar haben wir jetzt hier... Ich habe wieder vergessen, das aus dem Pferd rauszunehmen. Da war was. 3000 Pfeile. Mal sehen, wie viel Groschen wir von ihm kriegen. Bis später. So, nee, nicht bis später hier. Hoppala. Nee, wir wollen nicht die Äpfel einzeln verkaufen. Erstmal so, die alten Stiefel, das Arbeitshemd, das Bier, billiger Wein. Kapuze kann weg, der Brandwein, weg damit. Das kann auch weg. Dörrfleisch behalten wir. Eine Fackel wollen wir nur. Fliegenpilz ist unsers. Gift ist unsers. Das kannst du auch haben. Das hier ebenso. Kohl. Na, bitteschön. Brauche ich nicht mehr. Hab mich schon überfressen mit Kohl. Die Scherbe ist jetzt auch nicht mehr gestohlen. Wunderbar. Dann kannst du sie auch gleich mit haben. Trockenobst. Wir können hier noch die unbekannten Tränke. Ich habe immer keine Ahnung, was die machen. Und jetzt hier. Jetzt kommt der Hammer. Verbesserter Jagdpfeil. 3000 Stück. Boom. Ja, kriegen wir auch für 2000 Groschen. Das ist der Wahnsinn. So, Wermutgeist. Nee, das behalten wir ja noch. Wein kann aber auch nochmal weg. Wollen uns ja nicht zu sehr alkoholisieren. Und nein, das war zurück. Zurück. Ich will ja noch verkaufen. So, bitteschön. Jetzt ohne Fälschen, denn ich möchte noch einmal kurz hoch zum Schmiedelein. Aber wenn der Jäger schon da ist, dann müsste hoffentlich der Schmiedelein auch da sein. Wir müssen aber auch noch selber die Waffen schleifen. Ne, komm, dann machen wir es mal. Schwert. Einmal vom Blut befreien und so. Gut. Treten. Achso, muss ja mehrfach treten.
So. Das Blut muss runter. Oh. Bin halt echt nicht der Schleife-Profi. Aber es sieht schon gut aus. Es hat hier vorne aber noch ein paar Dellen. So. Zum Ganzen. Hier hinten hat es noch ein paar. Ja. Ja, ich glaube, besser kriege ich es nicht hin. Gucken wir mal. Hoppala. Ach Mensch. Also Köter, du bist heute echt aufdringlich, weißt du das? Ich wollte doch jetzt hier nochmal... nicht viel, aber das Blut ist wenigstens schon mal runter. Meisterschmied sollte ich nicht werden. Gütiger Gott, du siehst furchtbar aus. Hat dich jemand angegriffen? Ja, so ungefähr. Erstmal machst du mir jetzt hier mal meine ganzen Sachen wieder ganz, hoffe ich mal. So. Dankeschön. Und dann lass uns nochmal handeln. Denn ich möchte bitte wieder Schmiedesets und Rüstungssets. Er hat aber wieder nur die kleinen. Schade. Gut, dann hole ich mir von den kleinen gleich mal 10 Stück. Und Schmiedesets, machen wir noch ein Stück, das dürfte reichen. Aber man bedenkt, das war damals immer so teuer. Und mittlerweile nicht mehr so. So, jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir jetzt hier wieder aus der Stadt einmal rausreiten, bevor ich die Schnellreise antrete. Dann sind wir jetzt soweit wieder in Ordnung. Können wir wieder ein bisschen verbeult werden. So, das heißt, wir machen jetzt hier an dieser Stelle erstmal nochmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.